wir mal schauen, was in der Kiste ist. Das ist ein Telefon aus der Kategorie unter 100 Euro. Da kriegt man meist ja so chinesische Spezialgeräte und keine Markensachen oder eben Plastikdinger, wo man nicht viel zu erwarten hat. Hier haben wir den besonderen Fall, dass das Ganze vorher angeboten würde für 400 Euro, weil das eben ordentlicher Fotoapparat sein soll, ist es gar nicht. Aber, was gut für uns ist, auf der Rückseite ist ein Telefon, das von den Spezifikationen ganz gut aussieht. Sieht jetzt erstmal tatsächlich ein bisschen aus wie ein Fotoapparat. Die Linse hat jetzt keinen Fokus, ist jetzt übertrieben groß. Ein Kodak-Gerät. Kodak stellt Fotoapparate her. Das Telefon wiederum ist von dem Anbieter, der auch für Caterpillar die Telefone macht. Also diese robusten draußen Handys. Sieht gut aus, fühlt sich auch ganz gut an erstmal. Ist ein bisschen größer als die Telefone, die ich sonst hatte. Jo, liegt gut in der Hand, jetzt in meiner. Kleine Hände könnte es ein bisschen schlechter sein. Fühlt sich jetzt erstmal ganz wertig an. Bisschen leicht für die Größe. Was ist in der Kiste? Schauen wir mal in die Kiste. Das ist ein ganz normales Netzteil. Da kann man es nachher dran aufhängen, wenn man denn will. Jo. Das ist übrigens jetzt aufzuladen mit USB-C. Habe ich auch nicht viele Geräte mit rumstehen. Ist noch eine Papieranleitung dabei, wenn man denn will. Gibt es auch elektronisch im Netz. Jo. Steht nicht viel drin. Ein paar Seiten, auf 7 Sprachen oder was. Juh, das ist in der Kiste. Nochmal das Telefon, wollen wir gleich mal anschalten. Da ist ein Android 6 drauf. Glaube ich nicht, dass es da nochmal ein Update für gibt. Wie gesagt, das ist nicht so der Kracher gewesen von den Verkaufszahlen her, deswegen gibt es das jetzt auch unter 100 Euro. Jo. Startbildschirm ist erstmal von Kodak, ein eigenes Ding. Dauert ein Weilchen, ja gut, gibt ja einiges zu laden. Tjo, schön gelb. Herzlich willkommen, Android 6. Na dann. Schaue ich mir dann später mal an, was da an Leistung rauszuholen ist aus dem Gerät. Jo, das Kodak Ektra hatte ich jetzt gar nicht den Namen gesagt am Anfang.